Talfuchs. In diesem kurzen Video möchte ich euch das Tutorial zeigen, wie ihr mit Freunden online spielen könnt. Und zwar geht ihr dafür auf Koop starten, Spiel erstellen, macht das Ganze, wenn ihr natürlich wollt, auf privat, lasst es auf 4 Spieler oder auf 2 Spieler mit euch zusammengezählt, drückt auf X zum Starten und dann warten wir auch schon, während die Map quasi erstellt wird und die Lobby. Und das Ganze kann man ganz leicht übersehen, wie man andere Spieler einlädt. Deswegen habe ich gedacht, zeige ich euch mal hier ein ganz kurzes Tutorial. Ist eigentlich nicht so schwer, aber ich das am Anfang andauernd übersehen und hätte mich gefreut, wenn jemand mir in einem Video kurz gezeigt hätte, wie man das Ganze machen kann, dass man mit anderen Spielern online spielen kann. So, jetzt warten wir natürlich hier, bis der Ladebildschirm weg ist und dann seid ihr auch schon im kompletten Spiel. So, jetzt ist wichtig, entweder ihr könnt es draußen in der Karte machen oder auch hier drin in der Garage. Ihr drückt auf dem Controller einmal kurz Options, seid hier im Hauptmenü. Ganz unten seht ihr schon Gruppe verwalten mit Dreieck. Da drückt ihr einmal drauf und hier könnt ihr dann auf die freien Plätze eure Spieler dann einladen. Ihr drückt einmal mit X hier drauf, sucht euch eure Freunde dann aus, die ihr einladen wollt, ladet sie mit X dann nochmal direkt ein und die können euch dann direkt joinen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch geholfen. Schreibt mir liebe Grüße in die Kommentare oder es hat geklappt und dann danke. Falls es noch so ist und kein Update oder irgendwas mittlerweile rauskommt, was ich weiß, es ist immer noch aktuell. Ansonsten haut mir auf den Like-Button und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, liebe Freunde, euer Digitalfuchs.